that mic and make sure it sound right, boys. Spätestens mit ihrer Traumhochzeit haben Heidi Klum und Tom Kaulitz der Welt bewiesen, dass ihre Liebe keine aufgesetzte Hollywood-Show ist, sondern eine Verbindung zweier Menschen, die auf wahren Gefühlen beruht, inniger Zuneigung und Hingabe. Doch übersteht ihre Liebe auch die nächste Hürde? Sie sind ein unschlagbares Team, die trotz ihrer unterschiedlichen Leben die große Liebe ineinander gefunden haben. Doch beim Thema Nachwuchs könnte es nun gewaltigen Ärger geben. Tom will ein eigenes Baby. Wie es jedoch oft so ist, verändern sich die Dinge, wenn das Flattern der Schmetterlinge im Bauch ein wenig nachlässt. Denn bei allen Beteuerungen, dass Liebe jeden Altersunterschied überwindet, lässt sich eines nicht leugnen. Das Model und der Musiker stehen an völlig verschiedenen Punkten im Leben. Vier Kinder gerade dabei, langsam Pflege zu werden. Heidi Klum begleitet ihre vier Kinder gerade dabei, langsam Pflege zu werden. Hat einen Großteil seiner 30er noch vor sich, für viele die Zeit, in der sie Eltern werden. Ich finde den Namen Nala von Helene Fischers Baby total cool. Ich habe früher immer gesagt, wenn ich einmal eine Tochter habe, dann möchte ich sie Nala nennen. Hat mit dem Thema abgeschlossen. In ihrer TV-Show Germany's Next Topmodel stellte sie auf die Frage nach einem weiteren Kind klar. Die gemeinsamen Zukunftspläne für die beiden sehen sie offenbar völlig unterschiedlich aus. Zerbricht die Ehe etwa an Babywunsch? Zumal es auch an anderer Stelle gehörig mir. Betont, Berlin war für uns immer wie ein alter Freund. Hingegen steht fest, sie wird ihre Zelte in den USA, wo sie sich ihr Leben und ihre Karriere aufgebaut hat, nicht abbrechen. Hoffentlich steht das Paar nicht bald vor den Trümmern seines Glücks.